Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Mages of Mystralia. Wir sind im Minenschacht angekommen, hinter dem Dorf. Und hinter dem Dorf Greyleaf, das gerade abgefackelt wurde von den Soldaten. Und schauen uns hier mal um. Hier gibt es wieder ein schönes kleines Rätsel. Gefällt mir. Es gibt keinen, der einzeln nach unten geht. Das heißt, das Ding wird wohl frei bleiben. Das sieht aus, als wäre es so hier in der Richtung. Das sieht immer sehr danach aus. Können wir mal dort lassen. Schwierig. Du könntest dorthin kommen. Du eigentlich mehr so hier? Das ist Quatsch. Ne, das ist auch Quatsch. Irgendwas stimmt da noch nicht. Okay, wo ist der Fehler? Nee, das kann nicht sein. Es darf halt kein so eine Ecke an der Außenseite sein. Dann. Da war der Fehler. Die obere Reihe. Ziemlich schöne Rätsel. Machen sehr viel Spaß. Und noch eine Perle. Damit haben wir wieder genug, um unser Mana wahrscheinlich dann zu erweitern. Aha, hier kriegen wir den Luftspruch. Ansonsten kommen wir nämlich nicht nach oben. Sehr gut, das heißt dann, wir können im Steinbruch weitermachen. I like, I really like. Gefällt mir. Oh. Wow, schaut euch mal die Umgebung an, wie schön das ausschaut. Das ist ja genial. Ja, und hier sind die Winde schon. Definitiv kriegen wir hier irgendwas mit Wind. Aber wer bist du? Guck mal, wie das hier mit den Ketten festgehalten wird. Es schwebt. Irgendein unbekannter Magier, zumindest uns unbekannt. Wir sind eine Meistermagierin. Das muss doch funktionieren hier. Hallo. Oh, ihre Haar-Dings hat sich auch geändert. Oh, wer bist du denn? Ich hab keine Arme, übrigens. Du musst sie ja sein. Hm. Es ist eine Weile her, seit ich so eine raue Kraft gespürt habe. Ich bin Blasius, der Weise der Aura, Meister der Himmel und Stürme. In alten Zeiten dienten vier große Weise den Magierkönigen und unterrichteten jene, die den Thron bestiegen. Obwohl wir versagten, Aethios zu unterrichten, werden wir nun dich unterrichten. Oh, werden wir die neue Magierkönigin? Das wird ja lustig. Gimli schläft, dann schlaf gut, Gimli. Du musst so mächtig wie möglich sein, damit es irgendeine Hoffnung gibt, dass du überlebst. Ja, Blasius finde ich auch einen tollen Namen, Nara. Sie haben den wahnsinnigen König unterrichtet, aber sie sehen gar nicht... Älter aus als die Berge? Aus? Älter aus als die Berge. Bin ich auch nicht. Doch obwohl die Trollplage die meisten tötete, verlieh sie einigen von uns ein längeres Leben. Diese werden die wenigen Glücklichen genannt. Wir Weisen sind Teil dieser wenigen, genauso wie der Marquis es war. Ah, das ist aber der Marquis so lange gelebt, okay. Wenn sie so ein langes Leben haben, warum kämpfen sie in diesem Kampf nicht selbst? Ja, weil du kein langes Leben hast, wenn du in einem Kampf verreckst, Mädchen. Ein längeres Leben bedeutet nicht, dass wir unverwundbar sind. Eben. Als wir Weisen vom Marquis ausgestoßen wurden, arbeiteten wir zusammen, um einen besonderen Zauberspruch anzufertigen, den wir auf uns selbst anwendeten. Wir können Verfolgung und Zerstörung entgehen, indem wir an unserem Platz in die Erde und Felsen versinken, vorübergehend verschwinden und uns derart dem Angriff entziehen. Doch der Preis dafür ist, dass wir unsere gewählten Orte nicht verlassen können. Und wenn du diesen Ort nicht verlassen kannst, kannst du der Bedrohung nicht entgegentreten. Nun lass mich dir übermitteln, was ich von der Beherrschung der Luft verstehe. Yay, Aura. Essenz von Himmel und Stürm. Okay, jetzt kommen Essenzen hier rein, das ist was ganz Neues. Air Mastery. Also jetzt können wir wahrscheinlich unsere Sprüche auch in dem Sinne verändern, dass wir andere Elemente da reinbringen. Okay. Es gibt drei weitere Weise, die du finden musst, bevor du dich deinem Schicksal stellen kannst. Dann geht das Spiel doch noch ein bisschen länger. Ich bin der Weise der Aura. Die anderen Weisen sind alle an anderen Orten im Tal verhaftet, so wie ich. Eine ist Meisterin des Aqua, einer Meister der Gea und einer des Igni. Also wir sind ja schon halber Meister des Igni von Anfang an gewesen. Als nächstes solltest du die Weise des Aqua besuchen. Du findest sie, wo Wasser am meisten vorkommt, im versunkenen Steinbruch. Umso besser, dass wir gerade den Zauber dafür bekommen haben, oder die Art,
die Art bekommen haben dafür, dass wir Zauber mit Wind versehen können. Wow, Nara, wow. Wow, das lese ich nicht vor. Warten Sie! Oh, er ist weg. So viel, er kann seinen Ort nicht verlassen. Jetzt kannst du die Essenz eines jeden Zauberspruchs in Luft umändern. Versuche deinen Kryo-Zauberspruch zu modifizieren. Warum gerade Kryo? Ich hätte jetzt eigentlich vielleicht Feuer versucht, in Luft zu ändern. Ach so, hier unten. Essenzübung abgeschlossen. Die Essenz eines Zauberspruchs zu ändern, kann seinen Nutzen vollständig verändern. Interesting. Ja, aber haben wir jetzt nicht eher Ego? Das sieht zumindest in der Mitte da genauso aus. Wind? Maybe? Definitiv Wind. Was schon Wirbelsturm. Wenn ich das wegnehme, dann bleibt der vor mir. Das hatte ich mir schon gedacht. So habe ich direkt Bewegen reingenommen. Wenn ich jetzt noch zusätzlich zu Bewegen Regen reinmache. Das ist der falsche. Oh geil, ich kann Donner und Regen machen. Das ist ja geil. Okay, cool. Dann geht das einfach schneller. Nee, brauche ich gerade nicht. Okay, mehr habe ich aber nicht wirklich. Was ich damit machen kann. Kopie wäre vielleicht auch noch interessant oder sowas. Was ist, wenn ich Feuer dazu ändere? Das würde mich jetzt interessieren. Weil ich jetzt jeden Zauber dazu ändern kann. Dann habe ich nämlich noch Zielfindung mit Bewegen. Und theoretisch auch noch Abprallen. Wenn ich denn nicht so doof wäre und das wieder wegmache. Und I don't know. Die Zeit. Und kopieren. Oh, ich kann Blitze schleudern. Wie geil. Wie geil. Das ist ja awesome. Okay, Leute, läuft. Blitz oder Kettenblitz maybe? Nee, Kettenblitz wäre falsch. Ich nehme einfach nur Blitz. Aber den können wir noch Explosion machen. Sprengblitz? Oh, Sprengblitz, komm. Weil ich kann doch... Nee, kann ich nicht. Ich kann keine Explosion... Doch, ich kann Auswirkungen drauf machen, natürlich. Nehmen wir einfach die Auswirkungen noch dahin. Und dann nehme ich einfach Sprengen. Dann hat den gegessen. Bam! Wie geil! Wie mega geil. Und das ist momentan kein Wind. Ich will auf jeden Fall einen Wind haben. Wir machen das hier. Das hier wird zu... ich nenne es mal Gewitter. Und das hier wird zu Wind. Wind. Nicht Windhund, sondern Wind. So. Nass wie Hund wird das hier. Mit Bewegen, denn das werden wir gebrauchen können dafür. Brauchen wir noch irgendwas? Ich nehme mal Zeit, damit es schnell geht. Zeit ist immer ganz gut, jetzt wo ich verstehe, was es macht. Okay, mit Wind. Wartet mal, was ist, wenn ich jetzt den Sprint zu... Guck mal, das ist doch schon sogar... Ah, das ist Erde. Okay, Ego ist Erde, ich verstehe. Aber wenn ich das jetzt hier noch mit Wind mache, was passiert dann? Ein Ego-Spruch mit Wind, also auf sich selbst Wind. Nein. Wie war Ego? So war Ego. Ein Blitzschild. Ah, so werde ich auch Eisschild machen können mit Aqua. Interesting. Okay, gut zu wissen. Ich kann Blitzschild machen. Was bringt mir Blitzschild? Aber was ist, wenn der Wind dann kalt bleibt? Drückt sie dann Eiswürfel? Wow. Kann sie dann Eisberg vorausbrüllen? Nein, kann sie nicht. Ein kaltes Lüftchen. Oh Gott. Blitzschild. Kann man damit irgendwas Besonderes noch machen? Was ist, wenn wir... Genau, was ist, wenn wir Blitzschild mit Bewegung machen? Dann sterben wir. Dann haben wir irgendwie so einen blitzenden Sprint. Ich weiß nicht, was das ändert. Machen wir dann Schaden?
Wir können so eine Blitzhülle von uns stehen lassen, okay. Also ist praktisch wie der Schild alles gleich, sondern nur jetzt in Richtung Blitz und nicht mehr Erde. Das heißt, das, was wir zurücklassen, besteht auch nur aus Elektrizität und nicht mehr aus Stein. Dann können wir wahrscheinlich das noch mit Eis und Feuer machen. Umkehr würde uns wahrscheinlich wirklich rückwärts gehen lassen. Ja, auch cool. Und sehr interessant. Und Zeit dann wieder das Ganze schneller. Ja, sehr cool. Ich weiß nur nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube nämlich nicht momentan. Also momentan ist einfach... Ja. Ist halt da. Nice. Okay, aber das hier ist sinnvoll und das Gewitter ist sinnvoll. Und der Sprengblitz ist sicher auch sinnvoll. Sehr nice. Was ist, wenn ich den Nahkampf mit Blitz mache? Der war schon immer Blitz. Okay. Da brauche ich dann andere Elemente für. Damit das sinnvoll wird. Okay, cool. Nein, bitte. Ich hätte gern einen Sprint. Sia. Der war so heiß wie ein Vulkan, deswegen verbrannte ich mich daran. Oh Mann. Der Weise sagte mir, dass ich zum versunkenen Steinbruch gehen soll. Es gab einen Steinbruch im Hochland unterhalb der Felder. Womöglich meinen Sie jenen? Ja, wir waren doch schon da. Der kam nur nicht rein, wegen dem da. Hui! Cool. Und jetzt kommen wir auch da wieder zurück, wenn wir wollen. Ich glaube nicht, dass wir es müssen. Oh. Hallo. Den kennen wir noch, Templisa. Sieht so aus, als ob sie gegangen sind. Es sollte jetzt sicher sein, nach Greyleaf zurückzukehren. Dankeschön für den Hinweis. Den hatte ich nämlich schon vermisst und wollte ihn noch nicht unbedingt umbringen. Okay, ist sonst nichts. Hier gab es aber auch nichts mehr, was wir noch machen können, ne? Könnt ihr nochmal nach den Leuten sehen, maybe? Kann ich hiermit irgendwas machen? Okay, ich könnte es abfackeln, theoretisch. Ah, looky looky. So geht es. Okay. Einfach nur mal anzünden sie ja, ne? Das ist die Lösung. Das ist deine Lösung. Das Dumme ist, warum haben die das gemacht einfach? Das ist ein Exempel, so damit sie propagandamäßig sagen können, oh, das Dorf war voller Magier und wir haben es heroisch abgefackelt. Belagert kann man ja auch schon nicht sagen, das war ja massakriert. Die Frage ist, sind die noch da oben oder sind die woanders? Hm. Und wo kam ich da hoch nochmal? Ach, beim Schmied. So schön mit diesem schnellen Sprint, das ist so toll. Hallo, Herr Schmied. In so einer schlimmen Zeit ist das Einzige, was wir tun können, auf die Zukunft zu blicken. Hm, maybe. Weinen wäre auch noch eine Möglichkeit. Das ist einfach fürchterlich. Warum hat Hofrat Clovis uns das nur angetan? Da bist du ja. Als ich durch die Überreste unseres Hauses stöberte, fand ich dies. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ähnelt... ein wenig diesem Stab, den du mit dir rumträgst. Oh, ich möchte, dass du ihn an dich nimmst, weil du mir zuvor geholfen hast. Dankeschön, Jeff. Ah, guck mal, das Seelenzepter. Erhöht den Schaden von Zaubersprüchen erheblich, verbraucht jedoch mit jedem Zauberspruch Auswurf Seelenperlen. Oh, dafür sind die Seelen also gut. Good to know. Good to know. Und wir haben immer noch einen Zauberspruch zu wenig hier, einen Stab. Wir haben zwei Stäbe, die wir eigentlich schon haben können, die wir noch nicht haben. Das beunruhigt mich. Ich weiß es nicht, dass sie das Dörfchen niedergebrannt haben. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund gab, dies zu tun. Ne, ich auch nicht. Herr Hofrat sagt, dass Magier die Feuer legen würden. Aber er ist verantwortlich für dieses hier. Ja, eben. Merkt es. Herr Hofrat, Clovis ein Magier? Wahrscheinlich. Warum ist das geschehen? Was haben wir je getan, um so etwas zu verdienen? Er ist doch definitiv ein Magier. Juhu, Mai ist hier. Wow. Okay. Ja, das war das dann. Die Frage ist, was ist unsere Aufgabe? Zum Steinbruch zu gehen. Wir sollen nicht mehr nach Haven. Du vergisst die Sahne? Was? Heißer Kakao, Mini-Marshmallows, beste Mischung. Ja, aber dann Schlagsahne, ne? Das muss dann schon schön obendrauf aufsitzen. Habe ich dir das nicht schon gezeigt, Schatz? Natürlich. Du hast doch gesagt, bei euch gibt es sowas auch.
Ja, gehen wir direkt mal dahin. Ich muss jetzt nicht nach Haven nochmal dackeln. Zur Not könnte ich einen Teleporter benutzen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Stein, der Teleportstein unendlich ist. Außerdem finde ich, wir kommen relativ schnell hier durch überall. Dass das gar nicht so notwendig ist, einen Teleportstein dafür zu, also beziehungsweise zu teleportieren. Ist ja alles gar nicht so weit weg. Oh yeah, hey guys. Feuerball. Sprengfeuer ist noch viel geiler. Außer wenn es euch in meine Richtung bringt. Hallo. Nice. Nee. Ist voll gut. Sollte man den Wind gegen die einsetzen? Das wäre interessant. Oh, hallo. Okay, Wind macht euch gar nichts aus. Willst du mich verarschen? Aber Gewitter macht euch was aus. At least there's that. Okay, ich nehme wieder den... Ich nehme wieder das Sprengfeuer. Wie sieht's dem... Wie geht's dem hier? Dem Kerl? Da oben kommen wir immer noch nicht hin. Das ärgert mich. Vom Süden kommt eine Menge Rauch. Ist dort auch ein Feuer? Stecken die Magier dahinter? Ja, ganz bestimmt. Glaub nur alles, was man dir erzählt. Aber gut, ich würde ja auch wollen, dass du glaubst, wenn ich dir sage, nein, stecken sie nicht. Ich weiß nicht, ob wir das da oben schaffen könnten jetzt. Wir haben Wind bekommen, aber sonst nichts. Also ich glaube nicht, dass wir es schon schaffen könnten. Ich will diese Blume haben. Das wird das Vieh wieder durchdrehen lassen. Of course. Ich meine selber schon, wenn du einfach nur im Gewitter stehen bleibst. Komisches Kaninchen. War der Steinbruch hier rechts? Ja, ich glaube schon. Kannst du dich selbst vielleicht nach oben stoßen mittels des Rückstoßes? Ich könnte was versuchen. Warte mal, wenn ich den Wind nämlich umkehre. Das hat mich gerade auf eine Idee gebracht, Schatz. Das ist vielleicht ganz gut. Nee, wenn ich den Wind umkehre, passiert gar nichts. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Ich probiere das nochmal, zur Sicherheit. So geht er nur rückwärts. Ich kann den Wind halt nicht direkt umkehren. Das ist halt blöd. Ich meine, hier drüber, maybe. Ich mag dieses Zauber zusammenbauen. Ist voll gut. Nee. Kann ich nicht. Nee, also leider nicht. Ich hatte gedacht, wenn ich ihn umkehre, dann stößt er mich vielleicht hoch oder so, aber leider nicht. Das heißt, weg und weg und du dafür wieder hier hin. Autschi. Magst du auch kein... Was? Du magst Blitz? Du bist ein blödes Vieh. Eisfahrt, Eisregen. Das magst du definitiv nicht. Lustiger Kerle. Das ist so schön, das Spiel. Das macht so einen Spaß, Leute. Och Gottchen, ja. Ihr seid jetzt auch wieder da. Oh, guck mal, kommen noch mehr. Wo kommt ihr denn her? Haha. Okay, dead. Der Eisregen ist einfach super, weil er beständig ist. Deswegen ist der richtig, richtig gut, Leute. Nein! Shit. Ich bin doof.
Kommst du auch wieder zurück? I have no idea. Vielleicht war ich einfach nur dumm. Gibt es eine Rune, die oben heißt? Ja, maybe, Gimli. Wir haben ja noch ein paar offen. Ich meine, warte. Nein, nach oben war es. Jedes Mal mache ich es falsch. Wenn wir uns die angucken. Es gibt ja noch ein paar Runen, die wir nicht haben. Und zwar für alle Sachen. Ich meine, hier ja auch. Von daher, vielleicht gibt es eine, die nach oben heißt, ja. Eine Verstärkung. Es gibt eine Verstärkung rechts und links. Vielleicht gibt es auch eine nach oben. Das hier war übrigens der Screenshot. So auf halbem Wege ungefähr. Sehr schön, der Steinbruch. Aber jetzt sehen wir erstmal den richtigen Steinbruch. Versunkener Steinbruch. Einzeln unversichtbares Organ von Mistralias florierender Wirtschaft wurde diese schalenförmige Senke auf natürliche Weise vom Wasser des großen Sees ausgehöhlt. Die Gegend diente über Jahre als Steinbruch, doch wurde sie aufgegeben, als die Überflutungen zu drastisch für eine fortdauernde Nutzung wurden. Ach, sehr schön. Mit Kamerafahrt. Yay! Oh, hier gibt es eine ganze Menge zu tun, wie man sieht. Wow. Und übersehen wir hier nichts. Das ist ja krass. Aber so schön. Ja, oh, Schleimi. Weg, Schleimi. Schleimi doof. Oh, dem kann man damit Schaden zufügen? Guck mal. Der blinkt dann zumindest. Nicht so wirklich Schaden. Oh cool, damit kann ich das Zeug kaputt machen. Oh. Oh. So viele. Viel zu viele. Okay, aber der Eisregen kontrolliert das ziemlich gut. Einfach AOE Beste. Immer Beste. Nichts Besseres als AOE-Attacken. Warum funktioniert das nicht? Ah, durch Sprengen geht's. Okay. Aha. Komisch, was hier alles für Konstruktionen sind und dass das da trotzdem aufgegeben wurde. Und das scheinen wir füllen zu müssen, dieses Loch. That's what she said. Oh Mann, Leute, manchmal, ne? Kann ich nur über meinen eigenen Quatsch im Kopf schütteln. Hey guys, bye guys. Explosion hilft sehr gegen die. Oh, da sind natürlich wieder die Spuckviecher drin. Ich will nicht schon wieder ein Mana-Talisman benutzen. Spiel. Kein Mana, ich hab kein Mana. So kein Mana, so kein Mana. Ah, hier kamen die her. Ich meine, in der Magierprüfung waren natürlich auch Gegner aus aller Welt dabei. Ich weiß nicht, woher die haben, die Gegner, aber. Warum nicht? Jetzt wird er mehr. Ne, jetzt wird er nur größer. Das war sinnvoll. Oh Gott, der wird immer größer. Muss man richtig aufpassen. Schaut euch das an, ey. Da muss man echt aufpassen, wenn man die alle klein macht und dann keine Zeit mehr hat, sich um die zu kümmern. Oder kein Mana. Und die werden plötzlich alle riesig. Dann wird's eklig. Dann wird's richtig, richtig eklig. Also Mana wäre, glaube ich, echt das, was ich wieder erhöhen will. Oh Gott. Definitiv ist das Beste. Das Sprengen. Warum bist du nicht getroffen? Kleiner Senkel, der du bist. Ah, sehr schön. Mana fliegt durch Wände. Sehr gut. Okay, das scheint ein bisschen größer zu werden. Aber so schön. Auch das Switchen zwischen den Zaubern ist eigentlich relativ easy. Und relativ angenehm. Viel Spaß. Na. Mach schon.
Nein! Nein! Damn it! Ach, das war auch dumm. Das da muss länger halten. Und wir dürfen beide nicht lange halten. Ah, das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Okay. Ist da was Besonderes oder hier? Oder ist hier optional? Ne, hier ist nicht optional. Okay. Ich dachte, dies wäre der versunkene Steinbruch. Ich habe erwartet, dass er unter Wasser steht. Diese schalenförmige Senke ist natürlich ein Ursprung. Die Stein... Abtragungen haben dazu geführt, dass Wasser vom großen See hereinfloss und den Ort überflutete. Zu meiner Zeit stieg das Wasser so hoch, dass der Steinbruch geschlossen wurde. Aber jetzt könnte er wieder abbaufähig sein. Zu deiner Zeit? Wann war das? Nicht so wichtig. Ja, Mädchen, endlich kommst du dahinter, dass das Buch nicht so ganz geheuer ist. Ja, eben, Gimli, genau das. That's what she said. Und schwupp. Natürlich fluten wir ihn gerade wieder. Das ist sehr intelligent. Also, Mädchen, du hast drauf. Na, komm. Dafür ist das Ziel in Awesome. Sonst hätte ich das jetzt nicht mehr getroffen. Ich will aber gucken, was da drin ist. Und natürlich will ich das. Will ich das. That's what she said, too. Menno, sieh ja. Mach doch sowas nicht. Jetzt ist fast wieder in den Abgrund gesprungen wegen mir. Und wegen dir ein bisschen. Ha, optional. Geil. Aua. Ah, sind das so viele? Das war intelligent. Gegen Blitz sind sie ja immun, aber nicht gegen Aua, Eis, Aua. Okay, das ist denen auch zu viel. Ich kann eigentlich in den Schaden fressen. Solange ich ein Herz wieder bekomme, ist halt alles in Ordnung. Aber wenn jetzt noch die Elemente die ganze Zeit mit dazukommen, wird das ja noch richtig eklig. Mit den Zaubern, die man braucht. Gleichzeitig wirft gleichzeitig ein Auslöser beim Gebrauch dieses Zauberspruchs aus. Oh my freaking God, jetzt kann ich Feuerbälle mit Eisregen zusammen kombinieren. Oder Feuer und Eisregen und oh my freaking hell. Ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Das wird viel zu teuer. Mehrere Zauber gleichzeitig? Hm. Da finde ich nicht, dass viele dazu neigen würden. Das also... Maybe. Ich meine, ich könnte theoretisch mein Sprengfeuer nehmen und gleichzeitig da reinpacken. Wenn ich irgendwo noch Platz finde. Not really. Mit umbauen, maybe. Und könnte mir praktisch noch ein Sprengfeuer da reinbasteln. Also. Seht mal, das sind direkt drei Stück, die da kamen oder sowas. Wie krank. Ich müsste das jetzt nur ein bisschen umbauen. Und zwar. So und so und. Eigentlich kann ich bewegen da reinsetzen. Da brauche ich Ether gar nicht. Und jetzt einfach sagen. Wow! Ich kann mit einem Schlag mein gesamtes Mana zerstören. Wie krank ist das denn? Guckt euch das an. Gleichzeitig Angriff und Schild. Maybe, aber Schild ist... Ja... Bin ich nicht so sicher, ob das so gut ist. Den habe ich ja. Ich kann ja Schild machen. Ich habe ja das Sprengschild. Ich kann ja Schild machen. Sobald es getroffen wird, haut es einen Feuerball raus. Oder jetzt mehrere sogar. Aber schaut euch das an. Bäm, 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 die Feuerball-Gatling. Und das haut mein ganzes Mana weg. Es ist so krank. Ja, guck mal, wie das... Oh, und das hat ja auch noch einen nachfolgenden Effekt, wenn es auftrifft. Deswegen geht mein Mana da so weg. Oh, crap, ey. Aber wisst ihr was? Ich glaube, für den Feuerball mache ich das und nehme aber... Ne, der hat keinen weiteren Effekt. Dafür wäre das vielleicht ganz gut, wenn ich hier gleichzeitig noch reinballern kann. Und zwar gleichzeitig noch Feuerball. Und wenn ich jetzt einen Feuerball mache... Oh, die Feuerball-Gatling! Deinen Sprint mit dem Schild verbinden. Ja, aber ich weiß nicht... Der Sprint ist mein Schild praktisch. Ich weiß nicht, ob ich dann ein Schild dabei noch hätte. Wir können es mal versuchen, das stimmt.
Nehmen wir nur einen normalen Schild. Weil da ist noch nichts dabei. Und wir sagen einfach gleichzeitig. Ne, ich kann kein Schild nehmen, seht ihr? Ich kann kein Ego. Es geht nur Emedi, Actus und Creo. Und das finde ich Unsinn. Ich meine, ja, ich könnte beim Sprint gleichzeitig einen Eisregen machen. Das wäre vielleicht ganz gut. Das hätte mir in der Aufgabe sehr geholfen, schätze ich. Das heißt, wenn ich hier jetzt noch gleichzeitig reinpacke und dabei einen Eisregen generiere zum Beispiel. Und wenn ich jetzt sprinte, habe ich gleichzeitig noch einen Eisregen rausgehauen hinter mir. Das ist ziemlich gut, wenn mir die Leute folgen. Ich lasse es mal. Das ist nicht so gut, wenn ich einfach nur durch die Gegend sprinten will. Also, ich mache den mal wieder weg. Ich werde hier einen neuen machen und nenne den Eissprint. Eisregensprint, fertig, komm. Einfach ganz einfache Namenskonventionen, fertig. Und packe hier eben den Eisregen rein. Wie habe ich das gemacht? Ich glaube in der Auswirkung. Ach nee, den Sprint war ja nur bewegen. Und dazu Zeit. Und dann noch gleichzeitig mit dem Eisregen. Ich meine, diese Zauber kombinieren, das ist voll geil. Ich könnte theoretisch auch noch eine Auswirkung reinballern und sowas. Also das kann man jetzt richtig, richtig krank machen. Ich könnte auch eine Umkehr reinhauen, dass ich rückwärts dabei gehe. Finde ich aber doof. Ich will lieber vorwärts. Und das wäre im Grunde mein Verteidigungssprint praktisch. Aber sonst, ich weiß nicht, sonst... Aber der Feuerball ist so krank. Der ist so krank. Der ist so krank. Und so nice. Warte mal, ich habe jetzt den Wind, ne? Kann ich beim Wind nicht noch was machen? Ich habe da leider nicht kopieren, das wäre schön. Muss man nicht so gut, nicht so zielen. Ich könnte auch noch gleichzeitig reinklöppeln. Aber, Gewitter zum Beispiel mit dazu. Vielleicht mit wegdrücken, damit du Gegner wegschieben kannst. Ja, ich glaube nicht, dass ich die dann einfach wegschieben kann, Nara. Wegschieben geht, glaube ich, nur bei Emedi. Und Emedi bleibt an der Stelle, wo du am Anfang warst. Cool, ich hatte bei Subnautica gerade eine Sonnenfinsternis. Oh, nice, Lucy, nice. Very nice. Okay, jetzt können wir hier weitergehen. Aber es gibt hier schon interessante Kombinationen, die man machen kann. Ich sage ja auch nicht, dass ich hier die besten Kombis raushaue. Haben wir schon wieder 30 Minuten? Wir haben schon wieder 30 Minuten, Leute, aber ich will das hier doch weitermachen. Wir machen hier einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal im Steinbruch. Tschüss.